So, ab ins Bett, Max. Mann, kann ich nicht in meinem Bett noch mein Piratenbuch zu Ende lesen, Mama? Es ist schon sehr spät und du musst doch morgen wieder früh in die Schule. Du bist doch dann immer so müde. Ist besser, wenn du jetzt schläfst. Okay. Vielleicht träume ich ja von Piraten. Ja, vielleicht. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön. Gute Nacht, Mama. Hä? Wo bin ich hier? Ist das wirklich ein Piratenschiff? Wow! Los, Kleiner, ab aufs Deck. Schrubben. Wer? Meinst du mich? Ja klar, wen denn sonst? Ist hier noch jemand? Okay, ich beeil mich. Okay, den Eimer habe ich schon mal, aber wo ist jetzt der Besen? Ich glaube, ich frage mal die beiden hier. Hey, ihr da, wisst ihr, wo ich den Besen finde? Der Besen? Bin ich hier der Schiffsjunge? Ja, wo soll ich denn jetzt suchen? Ah, hier hilft mir auch keiner. Das sind ja alles Piraten. Ich gehe mal nach oben. Da oben ist, glaube ich, der Kapitän. Und ein Fass. Vielleicht ist da der Besen drin. Na, wird's bald mit dem Saubermachen? Ich schau mal hier im Fass nach. Vielleicht finde ich da meinen Besen. Hey, was machst du da? Gar nichts. Ich suche nur einen Besen. Ich soll hier sauber machen. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier auf dem Schiff soll. Ja, was du hier sollst, was Piraten nun mal tun. Schätze suchen. Schätze suchen? Meinst du Gold? Ja, natürlich. Gold, Oh, Schmuck. das möchte ich. Gold suchen, Gold suchen. Ah, ich merke schon, du hast Interesse. Willst du etwa ein richtiger Pirat werden? Ja, natürlich. Na dann komm mal her, ich zeig dir, wie man zu einem richtigen Piraten wird. Yo, das ist toll. So, Männer, ich möchte euch ein neues Mitglied unserer Crew vorstellen. Der kleine Schiffsjunge da? Ja, auch ein kleiner Schiffsjunge kann zu einem guten Piraten werden. Denn Sie sagen, Kapitän? Kapitän, darf ich auch was sagen? Ja, klar doch. Ich will mal der größte Pirat werden. Kapitän, ist das die Karte, die zum Schatz führt? Ja, richtig. Wer ein richtiger Pirat werden möchte, der muss als erstes auf Schatzsuche gehen.